Mein Name ist Lyriko und wir machen einen Ausflug. Mal wieder. Mit mir, meine Weggefährten. Macht Lärm für Raimund! Macht Lärm für den MC auf meiner hinteren Seite. Es ist Proton. Wir müssen das anzünden. Wir sind unterwegs, um den Arata Club anzuzünden, verschiedene Battle Rapper anzuspucken und wir zelebrieren Hip-Hop, wie er sein muss. Goldketten, schwere Autos und leicht bekleidete Frauen. Wir werden uns festlich amüsieren. Peace. Wir sind angekommen! Ich bin so aufgeregt. Ich sehe aus. Wir sind angekommen im Arata. Ja, Peng Peng. Hier ist der Veranstalter. Ja, ich sehe nichts. Und wir warten jetzt auf Menschen. Kommt zahlreich. Battle Rap Bundesliga. Protti, zeig mir doch mal die Location hier. Ja, also hier ist das Badezimmer, ne, mit Toiletten. Hier steht Merlin die ganze Zeit. Nimmt Pizza ab. Hier ist Pizza den ganzen Abend. Der Boy ist hungrig. Er ist ein hungriger Boy. Dann noch unterwegs vom da bis hier dann müde wird, kann man hier so ein bisschen. Ah, oh, ist das. Richtig. Hier kann man Schnaps kaufen. 100 Mark. Hier kann man tanzen. Für Tanzen zu schöner Liebesmusik, die hier gemacht wird, weil alle Leute, die hier performen, immer One Love aus dem tiefsten Inneren ihres nicht gebrochenen, sondern voller Liebe gefüllten Herzens mit weitergeben an ein Publikum, das dafür sehr empfänglich ist. Es ist romantisch. Kamera auf Kastenformationen, die sehr gewagt ist. Hallo, das ist voll. Kabelbinder dran. Was ist los hier? Guck mal. Fachmännisch verkabelbindert, ja? Ach, hier ist Mainstage, ne? Hier ist die Stage. Die Leute stehen dann quasi hier so auf der Stage, damit auch klar ist, dass die ein bisschen abgehoben sind, natürlich von den Leuten, die davor stehen. Und für die, die nicht mehr so fähig sind zu stehen, weil wir haben ja auch ein paar alte Säcke, da gibt es auch Sitzgelegenheiten, die werden gepolstert mit Keramik. Akustik ist schwer auszupegeln hier für die Soundmänner. Ah, nee, hör doch. Weiß eh nichts. Egal. Die Leute hören sowieso nicht zu. Raimund liebt es einfach, gefilmt zu werden, während er arbeitet. Er liebt es, richtig. Wie viele Leute werden denn erwartet? 120.000 Mark. Ja. Hier sind dann die Schlafmöglichkeiten für alle Leute, die zu lange dabei bleiben und nicht mehr nach Hause kommen. Und ich würde sagen, super Location. Wir Bundesliga, Alter, was geht? Hast du ja ein paar Pizzen bestellt, ja? Nee, ist ja auch in Ordnung. Ja. Du bist ja auch fast 3 Meter groß, da braucht man auch. Und 3 Meter breit, dementsprechend. Das ist echt unfassbar. Ich habe jemanden gefunden. Ich habe ihn gefunden, wie er hier saß und seine Hausaufgaben gemacht hat. Macht Lärm für Papi Schlauch. Wie geht's dir? Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gemacht, weil ich mich mit dem Distributivgesetz beschäftigt habe. Und der Frage, ob das Wort springen mit dem Dativ funktioniert oder dem Akkusativ. Deswegen, wie war die Frage? Die Frage war, wie es dir geht. Super geil, ja. Auf Welle und so, zack, zurück, heute Abend wird gefickert. Der Boy ist offiziell im Gebäude. Keine Sorge, die schneide ich raus, du Penner. Ist Lyris neues Video. Ja, ist doch nur Pep, heißt das. Das ist der alte Simon, den ich gefunden habe. Und Falk und ich treffen uns immer bei der Battle Rap Bundesliga, um skeptisch zu gucken. Ich kann nicht skeptisch gucken. Du machst das doch die ganze Zeit, du Spaß. Das ist die Behinderung. Fuck, jetzt fängt der an zu sabbern, ich mach das aus. Was reimt sich auf Brian Damage? Ja, scheiß Englisch. Und jetzt habe ich Brian Damage, der einen englischen Witz erzählen will. Jolly J wird sich wahrscheinlich wieder im Grab umdrehen, obwohl er noch gar nicht tot ist. Alter. Which concert costs 45 cents? 50 Cent featuring Nickelback. Ja. Guck mal, er erzählt ihn sogar noch mal da drüben, Alter. Why can't a midget never become a chef?
Because the stakes are too high. What does the penis say to the condom? It will be cover me, I'm going in. Hört dich auf, er ist on fire. Brian Devon ist on fire. Wie war die Stimmung im Osten? Zieht sich in Grenzen. Wie erkennst du, ob eine Mexikanerin schwanger ist? Sie ist definitiv schwanger. Brian Devon, schwanger. Wer feiert sich am meisten? Brian Devon. Also du bist auf jeden Fall dabei. Ey, was sagt Biggie nach dem Aufstehen? It was all a dream. Oh, du beide raus. Was sagt man zu dem Security-Typen, der viel zu klein ist für seinen Job? Sicherheitshalber. Was ist im 9. Monat, trägt einen Mantel und hat eine coole Intro-Musik? Schwangerschaft. Time. It's over. Wenn ihr einmal richtig Lärm für meine verfickte Kamera machen wollt. Ja, vielen Dank, Jungs. Gonna hat mir gerade gesagt, alleine essen macht dick. So allein. Was ist das? Kamera. Pass auf, ich hab so ein neues Format, das heißt, ist doch nur Pep, Alter. Oh, ja, hast du nicht Lust, damit mitzumachen? Ja, ich supporte jede Plattform auf jeden Fall. Ja, alles, was mit ist doch nur zu tun hat, sind wir am Start, Alter. Wir haben nur die krasseste Creme de la Creme immer am Start und deswegen, Alter, pumpt, ist doch nur. Crack! Ist doch nur. Crack! Ist doch nur. Crack! Yeah. Ich mach den Event Report heute Abend. Wir haben auf jeden Fall ganz schön hohe Tiere hier im Haus, Alter. Ryko J ist da, Kato ist da. Das Wichtige bei meinem Format ist, dass wir unsere Gesichter immer ganz nah filmen. Wir fangen kurz mit mir an. Einfach so, dann schwenken wir rüber auf Kato. Meine Nase. Ja. Und dann einmal Ryko J. Hallo. Okay, Ryko J hat auf jeden Fall gewonnen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Hey, let's go, Alter. Ja, ist doch klar, dieser Prime hat versagt. Selbst ein Taschentuch hat jetzt mehr Inhalt als deine Parts. Ja, und da haben wir zu meiner Rechten den Drachen, den Daenerys nicht bezwingen konnte. Macht mal Lärm für Jack Dragon! Und zu meiner Linken der Weltrekordhalter, der einzige Mensch auf dem Planeten mit 84 Reimen auf endoplasmatisches Retikulum. Macht mal Lärm für Papi Schlau! Let's go! Denn ich bin eine Hardcore-Mischung aus Tiger, Jaguar, Löwe und Stier. In meiner Hut benennen multikriminelle Gangster ihre Söhne nach mir. Noch bist du am Grinsen wie so ein Honigkuchenpferd. Doch Leute sehen im Brunswick deinen Schädel und sagen, hey, gib mal die Bowlingkugel her. Junge, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, denn ich kille nutzlose Hip-Hopper-Punks. Mit ihm ist auch nicht gut Kirschen essen, denn er hat eine Fructose-Intoleranz. Schock in der ersten Runde, Papi Schlau geil geschrieben konnte. Können wir nächste Mal mit Haaren. Meine Bilanz zur Battle Rap Bundesliga bisher. Es gibt viel Alkohol und Battle Raps, wie erwartet. Tschüss.